Ein herzliches Grüß Gott zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche erkunden wir für Sie eine Gemeinde. Diese Woche sind wir 35 Kilometer östlich von München in der Gemeinde Wörth. Die Gemeinde besteht aus den Kirchdörfern Hölkhofen, Kirchötting, Sonnendorf und dem Pfarrdorf Wörth. Wir haben unter anderem den Familienbetrieb Scherer besucht, haben uns den historischen Bahnhof Hölkhofen zeigen lassen und waren mit Bürgermeister Thomas Gneißel unterwegs. Und heute sind wir mitten im Ortszentrum von Hölkhofen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute treffe ich eine junge Frau hier in Hölkhofen, die wirklich jeder kennt. Sandy, seit wann betreibst du hier diesen Supermarkt? Ich erst seit 2019, aber in Familienbesitz ist er schon seit 1938. Ach. Da haben meine Großeltern erworben. Die waren damals Fremde aus Schweig, aus dem 10 Kilometer entfernten. Irgendwo kamen die. Und dann haben es ganz lang meine Großeltern gemacht, dann meine Mama und mein Vater ganz langsam miteinander. Und seit 2019 ist mein Vater verstorben, da bin es jetzt ich. Vorher war ich nur 30 Jahre angestellt. Ja, wirklich. Das ist ja echt nett in dritter Generation schon. Genau. Und du bist aber eigentlich gelernte Käsesommelier. So heißt es, oder? Ja, genau. Also das ist eine Zusatzausbildung. Einzelhandelskauffrau habe ich ganz normal gelernt. München beim Karstadt Oberpollinger. Mhm. Die hatten damals schon die goldene Einkaufswagerl und 300 Sorten Käse. Ach. Das war damals schon ganz spannend, genau. Also du fandst Käse schon immer interessant, oder? Immer ja. Super, ja, genau. Also es ist einfach so ein Fass ohne Boden mit ganz viel Input. Und ich habe dann 2018 in der Heidelberg Akademie die Käseausbildung, also die Sommelier-Ausbildung gemacht über die Wifi Österreich. Das ist eigentlich nur ein 2 Wochen Crashkurs, in dem man vorher schon ganz viel Wissen mitbringen sollte. Und werde dann an jedem Tag ein Käseland erobert. Aha. Also Frankreich, Spanien, also hauptsächlich Europa in dem Moment. Und jeden Tag ein Käseland. Und deswegen hast du natürlich hier auch für immer besondere Käsesorten, oder wahrscheinlich? Das wissen deine Kunden schon, dass du Expertin bist und hier besondere Käse. Genau, bin immer auf der Suche. Wenn ich irgendwo auswärts bin, habe ich immer die große Kühlbox im Auto. Zeig uns doch mal ein paar. Also was sind so deine Lieblingskäsen oder wie sagt man Käse? Was du hast jetzt die bunten im Visier. Ja, die schauen schon. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Der rote ist mit rotem Pesto, der lila ist mit Lavendel, Thymian und Rosmarin. Hat ganz tolle Kräuternoten mit drin. Und der grüne ist mit Wasabi. Also der schmeckt nach Meerrettich. Okay, können wir da mal ein paar probieren? Na logisch, was hättest du denn gern als erstes? Ja, ich weiß nicht, wie startet man da? Ist das wie beim, wo kenne ich das, bei der Wurst, dass man so mild anfängt und dann stärker wird? Tatsächlich ist das auch so. Ich mache ja ganz viele Käseabende, bin dann in die Familien draußen oder die Familien kommen zu mir da ins Geschäft rein. Na. Und dann machen wir Käsereise und da lernt man halt, wie man richtig schmeckt. Aha. Und dann richte ich immer so einen Käseteller an, natürlich der Uhrzeit. Aha. Genau. Dass man von mild nach würzig startet und dann probieren wir. Können wir das machen? Ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel ist, aber so ein paar. Na, wir probieren jetzt einfach so drauf los, oder? Sehr gut. Genau. Okay. Welche Farbe hättest du gern? Grün. Ja. Grün. Aber der Wasabi ist doch jetzt wahrscheinlich nicht der mildeste. Doch, in dem Fall ist er schon. Der hat eine ganz leichte Meerrettichnote. Probieren einfach mal ein kleines Stückchen. Da, für den Kameramann. Ja, das sollte der Kian, liebe Zuschauer, ich gebe das mal weiter. Gibt es mal was Grünes? Ei, ja. Ja, der ist ganz mild. Das ist einfach ein netter Brotzeitkäs mit. Sehr gut. Mit Meerrettich. Gut. Schoker. Irgendwie so. Dann der rote ist mit rotem Pesto. Das ist eigentlich auch noch relativ mild. Das sind jetzt lauter Holländer. Und kannst du auch selber natürlich, könntest du alle Käse machen? Ich gebe mal wieder weiter. Ja, alle Käse kann ich nicht machen. Ein bisschen Käse kann ich machen. Einfach mal zum Ausprobieren, wie es funktioniert. Oder manchmal auch mit Kindergeburtstag oder so, dass man einfach ein bisschen veranschaulicht. Also machst du schon manchmal einen selber? Ja, mach ich schon mal. Genau, genau. Und jetzt das spannende Lila. Wie war der rote? Super. Also würzig. Ja, das steht das rote Fast Pesto. Ein bisschen was Wurstiges drinnen. Finde ich. Ein bisschen Wurstgeschmack. Genau. Der ist jetzt mit Thymian und ganz vielen Kräutern. Thymian, Rosmarin, Lavendel. Darum ist der lila. Und die lilane Farbe kommt von Karotten. Also von lilanen Karotten ist die Farbe. Darum auch ist der lila. Ganz gut. Ja, der Thymian super, ist das, der Thymian. Also zum Überbacken oder so ist der super. Also was es alles gibt, wusste ich gar nicht. Ja, genau. War mir nicht bewusst. Ja, ich habe da noch ein paar spannende. Da habe ich jetzt zum Beispiel Latour. Das ist ein Kuhschatzi-Käse. Also aus Kuh, Schaf und Ziege. Kuhschatzi? Ja, den müssen wir jetzt auch fast probieren. Ja. Das ist zwar ein bisschen batzig. Macht nichts. Das kriegt jetzt nichts der Kameramann, weil der schmiert uns alles voll. Ja.
Aber der hat die Cremigkeit vom Schaf. Schaf hat ein bisschen mehr Fett und ein bisschen die Säure, die Ziege. Ganz gut. Und den jetzt vielleicht noch mit ein bisschen Honig. Also das lernen wir mir da auch so in der Ausbildung, was man mit wo kombiniert. Mit was, was passt am besten mit dazu. Lecker. Ist auch lecker. Gut, gell? Ganz gut. Und dann hätte ich da noch eine Spezialität, das muss ich euch jetzt unbedingt sagen. Und zwar ist das ein getrockneter Ziegenquark. Das ist total spannend. Du hast Kaisers Genussjuwel, kommt aus Augsburg. Und den isst man auf ein Butterbrot oder auf Nudeln mit Olivenöl. Und der wird einfach so drüber geholt. Der schaut ja auch aus wie so ein Trüffel. Soll das dem auch nachempfunden werden, oder? Genau, oder? Genau. Und als Würze eigentlich. Also nicht jetzt nur als Käse, den man so isst zur Brotzeit, sondern wirklich als Würze. Jetzt darf ich dir bitten, probier einfach mal. Oder probiert es einfach mal. Mal riechen, erstmal riechen. Das ist cool, gell? Ganz toll auf ein Steak, auf Gemüse, auf Makon. Bei uns ist das immer so als erstes am Tisch und dann... Ganz fein. Genau. Hey, wow. Hier halte ich es aus. Ja, du darfst halt noch ein bisschen da bleiben. Genau, aber leider wollen wir ja gar nicht so lange jetzt hier verweilen. Aber jetzt einen probieren wir noch. Einen spannenden haben wir noch. Ist das ungefähr dein Lieblingskäse? Ja, der ist schon bei den Favorites dabei. Ja? Den nehmen wir. Der hier. Ja. Heißt der wirklich Gewitterkäse? Ja, der heißt Gewitterkäse, kommt aus Bütschwil hinterm Bodensee. Ist bei einem Gewitter entstanden tatsächlich, also erst 2014 war ein Gewitter, es war Stromausfall und das Lehrmädel hat wie auch immer den Fettgehalt falsch eingestellt. Und dann gab es nochmal ein Gewitter, weil der Lehrherr gesagt hat, bist du dumm, sowas macht man nicht. Und dann haben sie den Käse erstmal 9 Monate in die Kühlung gestellt und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, was das wird. Und dann kam der raus. Also das ist ja auch eine schöne Geschichte dazu. Schweizer haben wir immer hinten drauf, das tolle Kreuz zum Beispiel. Jetzt schauen wir mal hinauf. Mal den schönen großen Käse. Ja, ja. Uns angeschnitten. Ja, den haben wir gleich. Das machen wir rucki zucki. So. Aber du hast dann hier schon in den Ort Schalkofen den Käse gebracht. Ja, ich glaube nicht nur in den Ort. Mittlerweile bin ich ja schon bekannt im Landkreis. Genau. Genau. Aber den müsst ihr jetzt einfach nur probieren, weil der ist super. Der ist total schön kräftig. Aha. Ist das jetzt so einer der kräftigsten, den es gibt? Nein, ich hab schon noch kräftiger. Aber das ist total schöner Brotzeitkäse. Wenn man ein bisschen schmeckt, dann schmeckt man die Blitze drin. Das sind so kleine Kristalle. Ja, der ist cool. Der hat richtig schick geschmackig. Mit einem Glas Rotwein ist das total was Feines. Ich gebe es wieder weiter. Ja, bitte. An den Tian. So, schön. Genau. Also super, Sandy. Aber, also schön, toll, dass du uns das gezeigt hast. Aber du bist ja auch noch ganz groß bei der Feuerwehr dabei. So manchmal. Also, genau, das wollen wir jetzt auch noch erfahren. Dann machen wir aber erst eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran. Wir sind in Holkhofen und Sandy hat für uns jetzt die Jugend der Feuerwehr zusammengetrommelt. Sandy, was machst du bei der Feuerwehr? Ja, ich war 20 Jahre bei uns Jugendwartin in Holkhofen und jetzt bin ich stellvertretende Kreisjugendfeuerwehr. Und stellvertretende Kreisjugendfeuerwehr? Also Wartin. Also du bist für die Jugend verantwortlich? Genau, bei uns im Landkreis Erding, wir haben 600 Jugendliche im ganzen Landkreis. In 46 Jugendfeuerwehren und wir haben heuer einen ganz tollen Projektmarathon gemacht. Was war das für ein Projekt? Ja, das waren 7 verschiedene Projekte, die sind entstanden an dem Wochenende. Zum Beispiel das erste, soll ich gleich, oder? Ja, bitte. Das erste Projekt, das war zum Beispiel die Feuerwehr Eiting, die hat Obstbäume gepflanzt für die Zukunft. Aha. Ihr dürft einfach darüber gehen, ihr geht's einfach hinterher. Hey, du hast die im Griff jetzt hier und hast hier richtig was organisiert. Ja, das ist ja total genial. Her. Das war jetzt die Feuerwehr Holkhofen, die hat ein Insektenhotel gebaut. Deluxe, 5 Sterne. Wow. Das ist bei uns am Dorffeier. Das war die Jugendfeuerwehr Isen, die hat um die alte 600 Jahre alte Linde hat die Bänke erneuert, das Ganze war zugewachsen und begrünt, wieder begehbar gemacht und sogar behindertengerecht, dass der Senior das mit dem Rollator machen hat können. Die Feuerwehr Finsing hat Bücherkisten gebaut, originalgetreu nach den Plänen von dem großen Feuerwehrauto
Und da können jetzt sich alle Bücher tauschen. Genau. Das waren drei Feuerwehren, die Jugendfeuerwehr Frauenberg, Maria Thalheim und Reichenkirchen. Und die haben einen alten Taubenkobel restauriert und dann mit großen Gerätschaften wieder in 5 Meter Höhe platziert. Genau. Also es war genau 48 Stunden Zeit. Das kann man sich ja nicht vorstellen, dass das in 48 Stunden möglich ist, was ihr da geschafft habt. Jugendfeuerwehr St. Wolfgang, die haben 3 Garnituren gebaut mit Bänke und Tische. Die haben 2 für die Kindergärten und 1 fürs Altersheim gespendet. Dass die Spurt sitzen. Und das ist jetzt schon das 7. Projekt. Sind wir schon so weit? Haben wir schon so weit, oder? Ja, kann schon sein. Genau. Und das ist die Jugendfeuerwehr Schwindkirchen. Die hat am Waldkindergarten einen Rehschutz gebaut, Bärensträucher gepflanzt und hat da noch eine Pflasterfläche gemacht und auch noch eine Sitzgarnitur drauf und ein wunderschönes Waldhasenschild. Das ist ja genial. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ihr sowas veranstaltet habt. Genau, das war jetzt habt. Der erste Versuch im Landkreis Erding und war wirklich sensationell. Also ich ziehe wirklich den Hut von die Kids, was die da ja. so... Ja, hey, dass ihr überhaupt so viele Jugendliche hier bei der Feuerwehr habt, ist das ungewöhnlich oder ist das normal so das bei der Feuerwehr? Normal. Das ist ja, normal. Oder euch macht so alle Spaß bei der Feuerwehr. Ja, steht's da hinten drin. Wie viele sind denn das jetzt hier in Neukoppen? Keine Ahnung, unendlich viele. Ja, echt. Nein, die Jugendfeuerwehr Isen ist auch noch mit dabei. Ist auch noch mit dabei. Und wie oft trefft ihr euch dann? Alle 2 Wochen. Aha. Immer am Donnerstag ist Treff, machen wir Wettkämpfe und... Freizeiten und alles, was so zum normalen Jugend dazugehört. Und das ist alles, das organisierst du dann? Ja, jetzt nicht mehr. Also jetzt unsere Gruppe habe ich abgegeben. Okay. Das macht jetzt, da ist jetzt zum Beispiel die Anna mit da oder der, genau, Stefan. Aber im Landkreis mische ich noch ein bisschen mit. Ja, aber du bist ja auch noch, bist du noch bei der Freiwilligen Feuerwehr? Genau, auch einfach aktiv? So aktiv, schon. Ja. Also wenn die Sirene heult, dann musst du springen. Raus aus dem Supermarkt. So gut es geht, genau. Und rein irgendwo. In die Klamotten. Genau, ja, genau. Sandy, super. Also toll. Ja, aber, ja, gibt's noch was? Auf TV München ein dreifaches Wasser! 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 Danke, ja, super! Danke euch! Das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier heute aus Hellkofen. Wiederschauen!